Hitlers Ziege bezieht sich auf einen Vorfall im Zweiten Weltkrieg, wo ein Wehrmachtssoldat behauptet hat, er hätte mit 9 Jahren zusammen mit einer Gruppe von Kindern und Hitler eine Mutprobe gemacht und Hitler hat einer Ziege versucht, in den Mund zu pinkeln. Der Knebel ist verrutscht und die Ziege biss in den Schwanz von Hitler. Und das hat er auch, als es zum Prozess kam, er wurde angeklagt, bis zum Schluss behauptet und er wurde dann erschossen. Darüber gibt es einen Roman und auch viele Zeitungsartikel, das ist das eine. Hämorrhoiden des Königs, dass Friedrich der Große sehr stark an Hämorrhoiden litt, die ihm dann auch raushingen aus dem Arsch. Hitler und Friedrich der Große, da hat mich das Sexleben interessiert, und zwar bei Hitler das Homoerotische. Wir wissen nicht, ob Hitler jemals Sex hatte, weder mit Männern noch mit Frauen. Aber es war ihm wichtig, Leute zu besitzen. Das heißt also, wie später das ganze deutsche Volk. Und zwar, wenn er schon früh in seiner Jugend hatte er Freunde, die er total manipulierte, vollquatschte und genau vorschrieb, was die zu machen hatten oder nicht zu machen hatten. Und die mussten ihm ganz zur Verfügung stehen. Und das hat er später auch mit seinen Frauenfreunden wiederholt. Und 5 von 7 Frauen haben sich umgebracht. Sehr wahrscheinlich, weil er mit ihnen keinen Sex hatte, sondern eben nur dieses Spiel spielte, dass sie ganz ihm zur Verfügung stehen mussten und er sie eingesperrt hat, mehr oder weniger. Friedrich der Große war schwul und das wird von Historikern immer noch bis heute bezweifelt. Sie meinten, er hätte Syphilis bekommen mit 16 Jahren in Dresden und wäre gar nicht fähig gewesen, Sex zu haben. Das ist widerlegt durch mehrere Bücher, neuere Bücher auch, wo sehr genau aufgelistet sind seine Liebhaber von der Jugend bis zum Schluss. Berühmteste ist die mit Katte, der dann vor seinen Augen exekutiert wurde von seinem Vater, dem Soldatenkönig. Ich schreibe nicht, sondern es schreibt mich. Das ist automatisches Schreiben. Das, was die Surrealisten auch angewandt haben. Das heißt, es kommt aus meinem Unbewussten. Es ist so ein Fluss, der entsteht und den ich einfach nur aufzuschreiben brauche. Das heißt, natürlich, davor gibt es natürlich Recherchen. Also gerade bei dem Stoff heißt das, dass man viel liest, sich damit beschäftigt und dann kommt das sozusagen raus in poetischer Form. So schreibe ich auch meine Gedichte, so male ich auch meine Bilder und mache auch meine Filme. Also erstmal bin ich unheimlich stolz, dass ich ausgewählt bin, einer von 3 von, glaube ich, 170 Stücken, die eingereicht wurden. Das ist eine große Ehre, auch jetzt in meinem Alter, weil die anderen ja viel jünger sind, dass ich kurz vor meinem Lebensende sozusagen nochmal so eine Bestätigung erfahre. Denn ich bin ja nicht hauptsächlich Theaterautor oder Theaterregisseur. Das ist ja eigentlich eine Nebentätigkeit, die ich ab und zu mal ausgeübt habe. Und wenn man ein Stück schreibt, hat man ja man hat erstmal kein Feedback. Man hat nur sich selbst und man ist sehr unsicher, wie es ankommt, wie andere das sehen. Das ist genauso beim Film, wenn du eine Uraufführung hast oder auch bei Voraufführungen, dann kommt zum ersten Mal kommen andere Stimmen, was andere damit sehen, ob sie was als komisch empfinden. Es gibt Dinge, die man selber als ungeheuer komisch empfindet, keiner lacht. Das kann man bei Voraufführungen immer ganz gut bei Filmen immer noch korrigieren. Beim Theater ist es eben der Probenprozess. Da kann man natürlich sein Stück nochmal überprüfen. Die Ziege freut sich, dass sie im Titel vorkommt und ist sehr gespannt auf die Uraufführung. Und die kann nur sagen, Mäh!